Warum hören Sie privat ausschließlich Live-Radio? Weil ich der erste Kunde bei Live-Radio war im Jänner 98. Weil es der beste Sender in Oberösterreich ist. Weil es da die beste Musik gibt. Punkt. Punkt, oder? So soll es ja sein, oder? Kurz und knackig, oder? Absolut. Warum? Gute Musik, gute Sprecher, unterhaltsam, so wie Radio sein soll. Und vor allem, ich bin immer 5 Minuten früher informiert. Tolle. Das machen Sie großartig, fast schon besser als ich. Gut aussehende Moderatoren. Ja, die sieht man im Radio so selten. Machen wir jetzt ein Video. Alles klar. Das Leben ist im Mittelpunkt und das hat mir eigentlich immer taugt. Sehr cool. Das heißt, es ist quasi auch so eine Verordnung, in jeder Kaserne in ganz Oberösterreich muss Live-Radio gehört werden. Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen, nicht? Aber ich gehe davon aus, dass das so ist. Ich glaube, sie sind ja auch jung. Ich glaube, dass das bei den Jungen und so gut ankommt. Und das hat halt diesen tollen oberösterreichischen Geist, der da so ist. Optimistisch, wir sind wir bringen das zusammen. Warum hören Sie privat ausschließlich Live-Radio? Als Vertreterin der gesamten Privatrundfunkbranche in Österreich höre ich tatsächlich nicht nur Live-Radio, immer wieder, vor allem auch online, aber ich höre auch viele andere unserer Sender. Weil Live-Radio einfach eine coole Musik spielt, weil Live-Radio einfach der Sender für Oberösterreich ist, der wirklich begeistert, der für die Menschen im Land da ist, völlig egal, ob in Ried, in Linz oder oben an der tschechischen Grenze. Drum meine zweite Frage, warum hören Sie privat ausschließlich Live-Radio? Naja, ein schöner Mix für Oberösterreich. Der perfekte Mix. Wahrscheinlich. Großartig, Live-Radio wird 25 Jahre alt. Wie haben Sie privat Ihren 25er gefeiert? Bah, ist lang her, aber ich vermute so, wie man es jetzt als Politiker nicht mehr in die Kamera sagt. Ja. Weil man jetzt ja verantwortlicher ist als Jugendreferent für ein gesittetes Fortgehen. Aber ich vermute zum 25er, dass es da eine ordentliche Party gegeben hat. Keine Details? Na, keine Details, ja. Wie haben Sie den gefeiert? Mein 25. Geburtstag, da war ich in Berlin. Und da feiert sich's gut. Mehr sage ich nicht. Okay. Mein Gott, das ist so lange her, das war ja vor dem Krieg. Also da kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern. Okay, also Sie haben so exzessiv gefeiert, dass Sie sich nicht mehr erinnern können. Du stellst Fragen, die kann ich einfach nicht mehr beantworten in meinem etwas fortgeschritteneren Alter. Wie haben Sie Ihren 25. Geburtstag gefeiert? Ja, das war vorletztes Jahr. Ich erinnere mich aber nicht mehr ganz genau dran. Ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, gut. Ja, da haben wir noch wieder gefeiert. Da hat es noch keine Handys und keine Smartphones gegeben. Da hat man nicht mitgefilmt werden können. Da haben wir so richtig noch krochen lassen. Das war noch so richtig die unbeschwingte Zeit. Also sicher im Kreise der Familie, der Freunde und wahrscheinlich mit ein paar Mineral. Anders als ich meine heutigen Geburtstage feiere, es war eine große Party, es war sehr ausgelassen. Aber ich kann mich erinnern, dass mir der 25er ziemlich eingeschossen ist, wie man auf Oberösterreichisch sagt, wenn man gedacht hat, naja, es wäre dann schon langsam erwachsen. Also Sie können sich schon an Dinge erinnern? Ich sage zumindest, dass ich mich erinnere. Und meine abschließende Frage wäre dann, warum hören Sie privat ausschließlich Live-Radio? Warte, habe ich es jetzt schon gelernt? Also, weil es der beste Sender für Oberösterreich ist. Hier läuft der perfekte Mix für Oberösterreich, Hauptsache Hits. Wollen Sie das vielleicht jetzt so unauffällig in die Kamera sagen konnten? Der beste Mix. Perfekte? Entschuldigung, ich krieg's nicht hin. Was soll ich sagen? Ich höre in die Kamera direkt. Das wäre super, ja, dass das nicht so auffällt, dass das jetzt gefaked ist. Ich höre am liebsten. Na was? Ich höre am liebsten den perfekten Mix bei Live-Radio Oberösterreich. Es ist der perfekte Mix für Oberösterreich und die besten Hits? Hauptsache Hits. Hauptsache Hits? Hauptsache Hits. Hauptsache Hits. Hauptsache Hits. Sagen wir so gemeinsam. Hauptsache Hits. Also tief stehen und vorne hochpressen. Hinten dicht sein und vorne Tore schießen und immer ein Tor mehr wie der Gegner, dann wird man Meister. Hinten dicht sein schaffen wir gut, weil da sitzen die Kollegen vom Marketing. Sehr gut, danke. Du bist der Scherzkeks, du. Gut, so Schluss. Okay, passt.